Und damit herzlich willkommen zum Monster Rundown. Ihr seid mit der Gartenarbeit überfordert oder wollt euer Grundstück neu gestalten oder auch euren Nachbarn einen Sichtschutz vor die Nase stellen? Dann hat Schara Ischwalde ein Komplettpaket für euch. Der Drachenälteste aus dem Erdenreich ist zwar noch neu im Geschäft, doch weiß er durch seine Vielseitigkeit und hohem Engagement stets zu überzeugen. Der Gärtner und Baumeister, der Alleskönner, wird euch bei eurem Projekt stets zur Seite stehen. Doch bringt die Zusammenarbeit auch seine Tücken mit sich. Ein schnelles Fertigstellen der Arbeit ist bei ihm nicht zu erwarten, da er leicht perfektionistisch veranlagt ist. Gefällt ihm ein Zwischenergebnis nicht, reißt er alles wieder ein und fängt von vorne an. Doch trägt dies nicht dem Unmut bei, da er stets für einen Witz zu haben ist. Merkt er nämlich, dass der Jäger unzufrieden wird, zieht er sich einfach aus, um die Situation zu deeskalieren und dem Jäger ein Lächeln zu entlocken. Nicht aufgrund der Aktion, sondern eher, weil sein bizarres, nacktes Aussehen Schadenfreude beim Jäger hervorruft. Doch was ist alles im Rundum-Sorglos-Paket von Schara Ischwalde vorhanden? Da hätten wir den Bodenverdichter, den Erdauflockerungsgriff, den Zaunbauer, der Sandstrahler fürs Oberflächenreinigen, den Rasenkehrer, den Laubbläser. Und wenn alles neu aufgebaut werden soll, dann macht Schara zunächst die Flächenbegradigung. Doch wie können wir Schara Ischwalde nach vollendeter Arbeit loswerden? Dafür schauen wir uns mal seine Werte an. Schara taucht nur im Meisterrang in 3 Quests auf. Normalerweise hat er 37.100 Lebenspunkte. Geht ihr jedoch in die Event-Quest Die nackte Wahrheit, müsst ihr 47.700 Health Points an Schaden machen, um ihn zu vertreiben. Hier hat er zudem einen verstärkten Angriff, jedoch auch höhere Anfälligkeit für Statuseffekte und Teilbrechbarkeit. Wollt ihr dem Allwurm mit Elementen ärgern, empfehle ich Eiswaffen mit in den Kampf zu nehmen. Der Kopf ist dabei in der Stein- und auch in der nackten Phase sein größter Schwachpunkt. Bei den Statuseffekten lohnen sich Explosionen mit Schaden in Höhe von 200 pro Proc und Gift mit 2400 Schaden am meisten. Explosion hat dabei einen initialen Statuseffekt Ansammlungsschaden von 70 und steigt für jede weitere Explosion sukzessive um 30 an. Für den Giftschaden müsst ihr zunächst 250 Giftansammlungen ausführen, bevor Schara über 60 Sekunden insgesamt 2400 Schaden erleidet. Der Giftansammlungsschaden steigt dann immer um 250 bis zu einem Maximum von 1000 an. Guti, das war's mit dem Monster Rundown zu Schara Ischwalde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und an dieser Stelle geht noch ein Riesendank an Ladylike raus. Ladylike ist ein wiederkehrendes Kanalmitglied im 4. Monat. Wenn auch ihr mich unterstützen wollt und am Ende der Videos genannt werden wollt und tolle Emojis und Badges für die Kommentare und Livestreams haben möchtet, dürft ihr gerne bei der Kanalmitgliedschaft vorbeischauen. Für 1,99 € im Monat könnt ihr Palico Kanalmitglied werden. Die neuen und wiederkehrenden Kanalmitglieder nenne ich dann am Ende der Videos. Vielen Dank nochmal für eure Unterstützung und habt noch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss!